Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir befinden uns mal wieder bei F1 2016 in meiner Solo-Karriere mit Sauber F1 Team. So, wir befinden uns in Monte Carlo. Training und Qualifying habe ich schon absolviert und mein Fazit lautet: I hate it! Ich kann die Strecke nicht und sie ist so schwer zu fahren, finde ich. Weiß gar nicht, wie oft ich mir das Auto zerstört habe. Qualifying habe ich dann noch abgebrochen, bin als letzter ins Ziel. Ich kam einfach nicht mehr richtig rein. Ja, von daher rechne ich mir jetzt nicht so große Chancen aus fürs Rennen, ob wir das Rennen überhaupt beenden können. Aber das geht natürlich auch für die anderen Teams. So, ich bin sehr gespannt, wie der Grand Prix so verläuft. Wir können jetzt erstmal Piano machen, schön vom letzten Platz aus. Vielleicht können wir mit der Boxenstrategie nochmal irgendwas machen. Von hinten heraus das Feld aufräumen. Ich lasse mich mal überraschen. Hören wir uns mal an, was das Team von uns erwartet. Wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. So, die Ziele sind geblieben, wie beim Qualifying. Das Rennen soll auf dem 20. Platz abschließen. Und wieder mal eine Fehde mit Daniel Ricciardo oder Rivale. Und wir sollen auch mal wieder unseren Teamkollegen besiegen. Platz 20 ist drin, klar. Wir werden mal schauen, was passiert. Und ich schalte mal ins Rennen. Viel hat sich im Automobilsport seit dem ersten Grand Prix zu Beginn des 20. Jahrhunderts geändert. Wir haben schnellere Autos, wir haben größere Strecken und wir haben top ausgebildete und immer wieder neue Fahrer, die dem Rennsport ihr ganzes Leben widmen. Aber immer noch kommen wir hierher zurück und immer noch ist das hier der begehrteste Sieg des Jahres. Und immer noch freuen wir uns auf den großen Preis von Monaco. Der erstaunliche Circuit de Monaco hat sich im Grunde seit dem Eröffnungsrennen 1929 nicht wirklich verändert. Doch die schnelleren Rennautos der heutigen Zeit versprechen natürlich viel mehr Spannung in den 19 Kurven vorbei am Casino und an der Küste. Die Stadtrundfahrt ist 3,4 Kilometer lang, aber manchmal gibt es nur Zentimeter bis zu den Begrenzungen der Leitplanken. Dann wird das heute ein hartes Rennen für unsere Fahrer, Stefan. Worauf wirst du achten, wenn sich die Fahrer der ersten Kurve nähern? Hoffen wir mal, dass sich jeder benehmen wird und wir einen unfallfreien Start erleben. Die ersten paar Sekunden werden sehr interessant sein. Die saubere Seite des Grids wird besser zum Fahren sein, also sollte man dort auf Autos achten, die sich ihren Weg bahnen. Keine Heldentaten in der Front de Route, bitte. Wir sind mitten im Getümmel. Lass uns in einem Stück da durchkommen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und Max Verstappen steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Raikkonen, Ricciardo, Nico Rosberg und Kvyat. Sainz Junior, Hamilton, Grosjean und Pascal Wehrlein. Gutierrez, Haryanto, Valtteri Bottas und Alonso. Perez, Hülkenberg, Jensen Button und Kevin Magnus. Eriksson und Massa. Ein Sauber und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, schauen wir uns mal unsere Rennstrategie an. Oh, wir haben sogar eine Strategie mit nur einem Boxenstopp. Das ist natürlich sehr cool. Das passt so auf das, was ich auch vorhatte. Ein Boxenstopp. Wir starten schön mit ultraweichen Reifen. Sollen die 16 Runden fahren? Krass. Halten die das aus? Die Reifen? Da bin ich mal gespannt. Was haben wir noch als Auswahl? Hier, mal 4. Keine Ahnung, was die 2024 da bedeutet.
Boxenrunde 16, 20, 24, keine Ahnung, was da das genau bedeutet. Also wenn es jemand weiß, was die 20 und 23 da genau bedeutet. Ich habe keinen Plan. So, personalisiert. Geplant. Das ist meine Abnutzung. Nutze ich einfach weniger ab normalerweise, oder? Was ist das? Bei Boxen ist das gleiche. Personalisieren. 34, 26. Ich verstehe es zwar nicht irgendwie, warum sich die Zeit verändert im Boxenstopp, obwohl sich die Boxenrunde nicht verändern. Nee, weil ich die Reifen nicht so stark abnutze wahrscheinlich. Da die Rundenzeiten besser sind. Ja. Personalisiert würde ich sagen, so, jetzt machen wir mal Sprit. 39 Runden haben wir. Wir haben für 40 Runden Sprit mit. Das ist, denke ich, okay. Ja, das machen wir so. Ich würde sagen, ich wünsche euch wie immer viel Spaß und mir viel Glück. Oh, jetzt schön. Oh, Teamkollege, was machst du denn da? Hier schön durchgekämpft. Aber schön aufpassen. Ah, ich wusste es. Ich hab's geahnt. Ja, dann müssen wir jetzt durch. Änderung bestätigt. Hat wohl nicht funktioniert. Jo, das geht ja wie erwartet los. Ah, scheiße, Teamkollege. Oh, Kacke. Mein Teamkollegen voll abgerammt. Ja, da müssen wir einen Flashback nutzen auf jeden Fall, weil. Oh, scheiße, das war auch wieder viel zu spät. Ach man, was mache ich denn da? Ist da nicht, ey. Ja, scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Der Nummer kommen wir wohl nicht mehr raus. Tja, ich würde fast sagen, dass das war das Rennen. Ja, ich bin leider viel zu schnell. Das Rennen noch weiterfahren einigermaßen. Aber genauso wie ich erwartet habe. Der Crash hat nicht lange auf sich warten lassen. Ab in die Box. Mein Teamkollege ist direkt hinter uns. Glaube ich. Kommt er. Sorry, Teamkollege. Das wollte ich nicht.
So, dann müssen wir uns jetzt für den Rest des Rennens mal ein bisschen zusammenreißen. Aber wir sind jetzt auf Platz 18. Ja, ist ja gut, sorry. Gib ja schon Gas. Wieder mit dem Hinterrad hängen geblieben. Oh Mann, oh Mann. Ich dachte, Jungs, nicht meine Strecke. Also die kann ich überhaupt nicht. Zum Glück noch in Ordnung. Thank you.
Ja. Ja, klar. Ist einfach nicht meine Strecke. Auf dem letzten Platz reinkommen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,1 Sekunden. Status Teamkollege. Hinter uns die Kotzen bestimmt auch. Wahrscheinlich auch langsam, weil ich auch viel zu viel Benzin mitgenommen habe. Stark abgekürzt. Ist auch so eine gefährliche Kurve eben gewesen. Ob die da eben gewesen ist, wollte ich sagen. Und da ein bisschen die Linie verpasst, dann ist das Auto gleich hin. Gespannt, wie viele Safety Car Phasen wir noch erleben werden hier. Mache ist da ja für prädestiniert. Also wir können hier nur über die Boxenstrategie vielleicht noch ein bisschen was aufholen, weil ich natürlich auch noch einen Boxenstopp zu viel habe schon. Wir können sowieso nur über die Box was rausholen, weil großartig überholen schaffen wir nicht, weil wir kommen nicht mal an unsere Vorgänger richtig ran. Und überholen ist im Moment sowieso extrem schwer. Deswegen kotzen die hinter mir natürlich jetzt ganz schön.
Wir warten auf meinen Teamkollege. Status Teamkollege. Hier komme ich immer wieder ran, aber das war's dann auch. Wie gesagt, überholen ist hier dann auch noch ein ganz anderes. Oder was ganz anderes. Das war nicht gut. War eng. Oh, das war das erste Mal DRS. Oh, Hemmeln. Den halten wir natürlich jetzt ganz schön auf. Aber das ist halt Monte Carlo mit dem Aufhalten. Mal gucken, ob er einen Angriff wagt. Noch nicht. Das ist selbst wenn man rankommt an den Vorgänger, hat trotzdem kaum Chancen irgendwo zu überholen. Deswegen hier wird alles über die Boxenkasse glaube ich gewonnen oder verloren. Scheint so, dass die Ultras bei denen auch schon ein bisschen abbauen. Jetzt schon deutlich rankomme. Schon der erste aus dem Rennen. Oh, du Scheiße.
Jo, da haben wir schon die zweite Safety Car Session. Damit sind wir auf Platz 15 aktuell. Die Reifen mal angucken, wie diese aussehen. Oh, die sind eigentlich noch okay. Kaum abgenutzt, also da werde ich nicht in die Box fahren. Das lohnt sich nicht. Können wir vorstellen, dass die beiden vor mir mit Ultras, Ultrasoft, die vielleicht in die Box fahren ist, dann hätten wir nochmal zwei Plätze gut gemacht. Ja, da ist der erste schon weg. Damit sind wir auf Platz 11 aktuell. Mal gucken, was es hier noch geht. Also haben wir noch bekommen, wie gesagt, nicht, upsala, nicht überholen. So richtig. Und selbst wenn wir langsamer sind, dann müssen die anderen erstmal vorbeikommen. Das ist natürlich geil. Wenn wir vielleicht einen 10. Platz hinkriegen mit Punkten. Aber da warten wir erstmal ab. Müssen wir auch nochmal in die Box. Also, das ist noch ein bisschen utopisch. Hier war noch eine Safety Car Runde. So, da sind wir im Moment auf Platz 9 zumindest. Bin gespannt, das noch hinführt hier. So, noch eine Safety Car Runde. Thank you.
Status Teamkollege. Scheiße. Das hat mich total verbremst. Und da auch. Viel zu viel Sprit, glaube ich, drauf. Wenn ich meine Ideallinie halte, einfach dann kommen sie wahrscheinlich auch nicht an mir vorbei. Das war wieder richtig knapp eben. Und Platz 7 sind wir jetzt, so ein paar in die Box holen. Und dann wollte Hemmel den ersten Versuch starten. Hamilton kotzt jetzt richtig, dass er hier nicht an mir vorbeikommt und ihn jetzt total aufhalte. Da kommt auch jetzt ein ganzer Pulk, den ich aufhalte. Und die können wohl alle schneller als ich. Vor allen Dingen Hamilton.
knapp. Oh, da versucht das. Da versucht das an der Stelle, die gar nicht geht eigentlich. Was machst du denn da, ey? Außen. Der muss so genervt gewesen sein. Versucht da außen da zu überholen. Ja, zum Glück ist hier mein Flügel nicht kaputt gegangen. Leute, ey. Spannt euch mal. Sind da meine Reifen so? Okay. Alles im grünen Bereich. Sehen sich halt hier alle auf. Auf jeden Fall. Oh, oh, oh. So, schaffe ich das ja? Bis zum Boxenstopp so zu halten. Oder sind schon wieder drei Stück. Ich werde aber fett weiterfahren, weil wir noch ohne Ende Sprit. Im Moment bin ich auch ganz zufrieden mit meiner Linie. Muss ich einfach nur einhalten. Nicht mein Gegner, wie man sieht, der ist auch schon weg. Nein! Ärgerlich. Wieder. Und noch ein Flashback. Sehr gut, sollen also an die Box. Ist jetzt die Frage, ob wir jetzt schon reinfahren.
Aber zum Ende durchfahren können wir auch nicht. Ah, scheiße. Da ist er vorbei, dankeschön. Wehrlein. Hätte ich mich kurzzeitig verbremst. Gutierrez ist auf 5. Auch krass. Und gleich mal darauf achten, wie viel ich verbrauche und Reifenabnutzung, wo ich vermute, dass wir nicht durchfahren können. Das wird wohl nicht funktionieren. Sagen muss, dass mich die Abnutzung schon echt interessiert. Begeistert, würde ich sagen. Weil wir haben bisher 1% hinten rechts gerade mal verbraucht in dieser Runde. Ist natürlich nichts eigentlich. Interessanter Verbrauch. Wäre natürlich auch immer langsamer, ist auch klar. Ich frage, ob sich das sinnvoll ist alles, was ich hier überlege. Wir haben im Moment 1% Abnutzung pro Runde. Das ist schon irgendwo interessant. Mal gucken, 41% hinten rechts. Da war der erste Versuch, sehr nein.
Oh, Wehrlein. Ja, toll. Schön Kampflinie fahren. Natürlich alle schneller als ich. Oh, Hamilton. Frage, was ich mache. Der hinteren pulst da schon so ein paar Sekunden. Leute, was macht ihr denn da, ey? Wenn ihr euch schon überholt, dann kickt mich doch nicht weg. Die KI ist total angepisst. Weil ich noch nicht überholen kann.
so 47%. Die Reifen bauen schon merklich ab. Wir haben 9 Runden haben wir alles nur noch. Nein! Rückblende. Man sieht auch hier, der Rang nach Boxenstopp, also nicht reingehen würde, sondern wäre auf dem 20. Platz. Kann ich lieber hier ein, zwei Überholmanöver riskieren. Von Gutierrez und Co. Kicken einen mal wieder weg. Wir sind richtig angepisst. Oh, Kollege. Oh, Alter. Das gibt's nicht, ey. Mann. Ich meine, ich habe ja auch im Netz ein paar Mal schon Schuld gehabt, keine Frage. Aber nicht so viel wie die KI hier, die mich ständig rauskippt.
Und diese Speertaktik, oder Speer ist es ja nicht mal, aber Taktik hier geht natürlich nur in Monte Carlo auf, weil man hier einfach quasi nicht überholen kann. Nirgendwo. Ah, Scheiße. Okay, das habe ich jetzt selbst verschuldet, das muss ich jetzt in Kauf nehmen. Dann mache ich jetzt keine Rückblende extra. Oh, man merkt es aber deutlich. Das wären jetzt immer schwere Runden, leider. Es war noch Regen. Okay. Jetzt nochmal ein Safety Car, das wäre natürlich cool. Dann können wir schön mit dem Safety Car auf den 5. Platz fahren. Ich versuche jetzt einfach auf die Ideallinie zu bleiben. Ich bin total langsam. Natürlich durch den Flügel. Aber solange ich auf der Ideallinie bleibe, ist auch keine Chance, mich zu überholen. Die Mauertaktik jetzt hier. So dicht dran, dichter geht's auch gar nicht mehr. Schon aber gerade sehen kann ich, also ich halte also alle auf jetzt mittlerweile.
So, zwei Runden noch. Das hat geschafft. Letzte Runde. Bam! Top-Leistung, mein Freund. Wirklich beeindruckend. Am Anfang des Wochenendes war ich noch ein wenig besorgt, aber du hast es geschafft. Danke. Ach, scheiße, die Strafe. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz hoch. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Jolyon Palmer hat das Feld heute wirklich ordentlich aufgemischt. Also hat er meine Stimme. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, den doch nicht den gewünschten Erfolg gebracht, den ich mir erhofft hatte. Der Sperraktion. Ich habe natürlich die Strafe vergessen. Noch so war es natürlich ein Scheißrennen mit den vielen Rückblenden. Das mache ich natürlich auch nur in Monza jetzt, weil mich die Strecke auch einfach nervt, ehrlich gesagt. So, und dann, naja, kann man wenigstens die Ziele noch zu Ende fahren, haben wir ja geschafft. Unsere Primärziele, 15. Platz, 20. sollten wir schaffen. Und wir sind vor Marcus Ericsson.
Also alles okay. Wir sind weiterhin auf dem 7. Platz. Mit gleich 4 Punkten. Auch okay. Schauen wir uns mal die weiteren Punkte an. So, da haben wir 764.000 Punkte bekommen. Oh, ah, ist klar, wenn das erster Fahrer ist, kriegen wir immer einen Bonus. Extra. Ja, sehr cool. So, das haben wir natürlich abgelost. Klar, ich habe auch keine Ahnung, warum wir ständig gegen Daniel Ricciardo eine Rivalität haben. Ja, so klar, dass wir das nicht schaffen können. So, Fahrerposition ist auch weiterhin erster Fahrer, sehr gut. Ist noch ein paar Bonuspunkte extra. So, gucken wir mal, wie Ressourcenpunkte wir haben. Oh, wir haben genau ausreichend. Wir wollten ja ganz gerne mit dem Motor anfangen zu forschen. Damit wären wir dann auch endlich mal nicht mehr das letzte Team. Yeah! So, ich springe mal zum nächsten Wochenende, mal gucken, wo wir uns befinden werden. In Montreal, Kanada. Oh, Teile. Ich hab was für dich. Das Auto hat jetzt die neuen Teile drauf. Die Simulationswerte sind gut, also ich freue mich schon auf dein Feedback. Hier sind die Details. Danke, Digga. Das ging aber schnell, würde ich sagen. Gleich 8 British Horsepower nach PS mehr. Teilinformationen. Ein bearbeiteter Zylinder ist nicht so anfällig für eine Frühzone des Treibstoffs. Auch als Klopfen bekannt und sorgt dafür, dass die Verbrennung im Motor kontrollierter verläuft, wodurch die Leistung gesteigert wird. Sehr schön. So, schauen wir doch mal. Wo wir jetzt stehen mit unserem Team. Yeah, nicht mehr letzter. Wahnsinn. Sehr gut. So wollen wir das sehen. Jetzt kann die Aufholjagd beginnen. So. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und freue mich über ein Abo, Kommentar oder ein Like. Wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.